Willkommen zu einer neuen Runde Bell Wars. Zusammen ist wie immer der kleine Drache auf dem Schulter. Moin. Wir sind als Letzte in der Mitte und werden die Runde definitiv verlieren. Alles nur, weil Tim vor der Runde noch unsere Base schön machen wollte. Du musst unbedingt eine Anmod machen, das ist jetzt nicht meine Schuld. Doch, ist es. Nein, du hättest doch einfach Haten die Anmod machen lassen können. Nee, ich schreibe ihn jetzt nicht ins... Ich habe gerade überlegt, ihn im Stream anzuschreiben, ob er die Unmod machen will. Aber das hätte ich wahrscheinlich schon fast gedacht. Ich hatte es auch überlegt, aber dann hätte ich jetzt einen Sound disablen und alles mögliche. Da hätte ich keinen Bock drauf. Aber ich schaue gerade nebenbei noch Hayden Stream und Tim, glaube ich, auch. Also checkt Hayden mal unbedingt auf Twitch aus. Ich glaube, es geht beides, oder? Ich glaube, ab ist besseres Deutsch als aus. Ich glaube, aus hört sich doch besser an. Nein, das ist beides scheiße. Ich lauf mal zu grün durch, dies das. Ach, bei grün ist einer in der Base. Hätte mich da nicht jemand warnen können. Ja, also wie gesagt, checkt auf jeden Fall Hayden Twitch aus. Und natürlich noch viel wichtiger. Ja, eigentlich nicht viel wichtiger, aber ähnlich wichtig. Checkt mein Twitch aus. Tim, der Typ cheatet. Ja, der hat einen 200 Milliarden. Der hat einen 200 Milliarden Ping. Aber Digga, der Typ ist gemoved, hatte 15, ich habe den 15 Mal gehittet, der Typ hat genau original 0 Junge, Blöcke Knockback bekommen. Junge, die Roten kriegen schon wieder kein Knockback. Du, ich bin jede Wette sicher, dass der Grüne noch mehr kein Knockback bekommen hat. Einer baut sich zum Bett und ich komme da auch leider nicht mehr schnell genug hoch. Natürlich ist es Face 10 Blöcke in der Sekunde, kann das Bett abbauen, bevor ich ihn hitten kann. Macht Sinn. Bye, have a great time. War da jetzt eine Mission? Leute, wie gesagt, ganz zu Beginn, checkt meine Socials aus und unten in der Beschreibung verlinkt und checkt natürlich auch Hayden aus. Ich Gelb hat ein Eisenschwert. Ja, aber wir haben gleich Eisen, dann können wir uns auch eins craften. Hat nur keine Sharpness. Ich dachte irgendwie immer, das Eisenschwert hätte Rückstoß. Rückstutsch. Nick, der Gelbe kommt sonst. Er könnte dich so ein bisschen von hinten töten. Lebst du noch? Ja, der And ist we say bye bye! Ist der runtergesprungen oder ist er runter? Ja, der ist runtergesprungen. Interessant. Ich sag einfach gar nichts. Mecker, wohin denn sonst, Bro? Also jetzt mal ernsthaft, also die Frage ist halt. Okay, nein, das schreibe ich nicht. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich schreibe in den Müll da, wo du hingehörst. Oh, das hätte Style gehabt. Ich hätte eher gedacht in die Twin Towers. Wir sind ja kein Trump, wir möchten hier ja nichts Gewalt verherrlichen. Nein. Wollen wir nicht, tun wir trotzdem. Genau. Willst du mir erzählen, du bist immer noch nicht beim Eis, Nick, der ist schon wieder da. Dann holst du ihn nochmal, also so kompetent wie der war und einfach random runterzuspringen, kann das ja nicht so schwer sein. Und jetzt bin ich auch beim Eisen. Jetzt siehst du, ne? Jetzt guckst du blöd. Ist irgendwie komplett in Mecker. Wo bist ich jetzt? Nein. Was ist dein Ziel? Ja. Junge! Also Bro. Du kannst mir erzählen, was du willst, also, aber so Bro. Viele Blöcke kann man nicht ohne Autoclicker placen. Junge, 13 Eisen reichen. Genau. Clicker. Also eigentlich sind sogar zwei zu wenig, aber das sehe ich jetzt mal drüber. Besser ist es für dich. Jetzt würde ich dich noch spliefen oder so. Gelb ist in der Mitte. Mit Eisenschwert und der hat wahrscheinlich jetzt so 200 Millionen Gold. Sowas passiert manchmal tatsächlich, ja. Meinst du, was passiert, wenn man am Anfang noch eine Anmod machen muss und deswegen eine halbe Stunde AFK steht? Sowas passiert, wenn du vor der Anmod unsere Map verschönern musst. Nein. Die Schuld ist die Anmod. Nein, du bist die Schuld. Ich bin die Schuld? Ja, du bist die Schuld. Oh, das ist heavy. Hast du Webs? Nein, aber ich habe einen Warp, wenn dir das behilflich sein könnte. Der eine Dude ist da. Ja, der Typ... Yo, also Bro, wie viel Lacken hatten der? Nee. So, ich bin Two-Hit, oder? Ich bugge in der Wand. Ja, gut. Ich würde mal sagen, nächste Runde, auf das die erfolgreicher wird und Tim nicht 20 Minuten lang Map verschönern muss. Bis gleich. Vielleicht machst du einfach keine Anmod. Halt die Fresse. So, und willkommen zurück in der nächsten Runde. Tim findet einen mit SRO im Namen. Dafür toll, dass er SRO im Namen hat. Ich habe Gold, aber hier ist auch ein Blauer. Nick, schau dir, wir haben einen ganz krassen Cheater drin. Mit Aura Instant Report. Ich schaue, ob ich Mod drin habe. Habe ich natürlich gerade nicht. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Wo ist der Typ? Oh, wait, wurde er jetzt in der Runde gebannt? Kannst du mal bitte kurz adden? Ich will mal wissen, ob er in der Runde gebannt wurde. Er wurde gebannt, Nick. Du hast nicht gesehen, wie er gebaut hat. Wie hab ich keinen Hit auf den bekommen? Unser Bett ist weg, wenn du nicht zu Hause bist. Ich bin zu Hause, du, alles entspannt. Du musst eigentlich mal aufhören, Innenaufnahmen Musik zu hören. Hä? Als ob ich nicht mehr im Web drin stand. Meine Fresse, Junge, was bist du für ein scheiß Autist? Kannst du bitte oben rumgehen und das Bett, den Typ holen? Ich hab keinen Bock mehr auf den. Nö. Hallo, darf ich bitte hier hoch?
Nö. Ach, hier kommt man nicht hoch. Danke, komm. Er ist auch noch im 420-Clan. Junge, also wie kann er mich da bekommen? Ich stehe im fucking Rap drin. Oh, sein Bett wurde abgebaut. Das ist fucking Karma dafür, dass er die ganze Zeit so lange gebaitet hat. Das ist fucking Karma, Bro. Ja, da haben sie recht. Aber halten wir fest, es wurde jetzt einfach mal fucking mitten in der Runde einen Cheater gebannt. Sehe ich das richtig? Ja, Junge, der Typ hatte aber auch... Hat er gescaffoldet oder was? Der hat gescaffoldet, sich gleichzeitig gedreht und hatte wahrscheinlich eine 5er-Aura drin. Also das sind so Sachen, die das Command-Cheater dann doch erkennt. Also. Ich push mal rot um. Kann sein, dass ein Roter jetzt zu uns kommt. Oder kann sein, dass ich rot doch nicht umputsche. Du dachtest, wo ich bin, ein Gegner. Sehe ich so gefährlich aus? Nein, du siehst so scheiße aus. Ich werde dich bei Lolo. Die hat den Skin gepixelt. Nee, es ging jetzt gar nicht um deinen Skin, sondern darum, dass ich weiß, wie du in Real Life aussiehst. Ich weiß auch, wie du in Real Life aussiehst und was. Ich sag auch nichts. Bei mir kannst du ja auch nichts sagen. Ich kann sagen, dass du schwarz, 3,52 Meter groß bist und einen absolut kranken Afro trägst. Fuck, jetzt hast du es geleakt, Tim. Also das war jetzt wirklich unnötig. Lauf mit Bau. Das ist ein toller Name. Das heißt, du kannst jetzt einfach mal auf chillig Goldsafen gehen, dies, nein, das. Nein, ich hol mir den einfach. Blau hat was retweetet vom Gronkh NFT-Account. Junge, also jeder, der so mit Block PvP spielt, der ist absolut Hurensohn. Digga, er liebt, ich wollte noch schreiben, holt doch. Er schreibt BG, das war der Typ, der gecampt hat. Bro, das hat nichts mit BG zu tun, das ist fucking Karma. Das muss spawnen. Weil man hier nicht so tolle Abmods machen kann wie auf IceMC mit einer fucking Achterbahn. Jo Leute, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann checkt unbedingt meine anderen Socials aus. Sie sind alle in der Beschreibung verlinkt. Schaut auch für ihn. Tim, wo bist du jetzt hin? Schaut auf jeden Fall auch bei Hayden auf Twitch vorbei. Ich versuche daran zu denken, ihn auch zu verlinken. Auf jeden Fall versuche ich auch daran zu denken, ihn hier jetzt genau einzublenden. Falls ich das vergesse, bin ich fucking dement. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann schreibt es mir doch sehr gerne in die Kommentare und zeigt es mir mit einem Like. Und abonniert mich natürlich auch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, um keinen Stuff mehr zu verpassen. Tim, deine Meinung? Kauft euch jetzt dieses Sneaky Cape, was es für Ganze gar nicht gibt. Das sehe ich tatsächlich genauso. Ja, dann würde ich mal sagen, bis dahin. Ciao. Tim, willst du noch was sagen? Oh, das ist halt actually Fivehead. Das FOV ist halt weird. Willst du noch was sagen? Ja, ich hab doch schon alles gesagt, was zu sagen ist. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Guten Morgen. Sagst du noch was? Wenn ich sehe, wie laut ich in OBS bin, dann mache ich mir echt Sorgen über diese Aufnahme. Jan ist schwul aus, Jan.